Geschätzte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur Eröffnung der Sitzung des neu gewählten Gemeinderates einladen und durch den gewählten Bürgermeister darf die Beschlussfähigkeit festgestellt. Ich eröffne somit diese Sitzung des neu gewählten Gemeinderates der Stadt Wolfsburg. Die Wahl hat am 1. März stattgefunden. Die konstituierende Sitzung wurde fristgerecht nach den Bestimmungen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung einberufen. Unter Beachtung vorliegender Nichtannahmen des Mandates sowie vorliegender Verzichtserklärung zur Berufung als ordentliches Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsburg wurden die gewählten Mitglieder des Gemeinderates sowie deren Ersatzmitglieder entsprechend der Reihung eingeladen. Ich gelobe, der Verfassung der Republik Österreich und dem Land Kärnten Treue zu halten, die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Ich gelobe. Herzliche Gratulation. Danke viel dir. Kraft, Gesundheit für die Funktion. Alles Gute. Danke. 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 Geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadt- und Gemeinderates, ich möchte vorweg euch, dem Vizebürgermeister, dem Stadtrat und euch allen, die als Gemeinderäte bestellt worden sind, sehr herzlich gratulieren zu dieser Bestellung. Es ist also eine große Aufgabe. Ihr werdet erst im Laufe der nächsten Monate und Jahre erkennen können, wie viel Kleinarbeit auch dahinter steckt und wie viel mit Gewissenhaftigkeit man diese Arbeit herangehen muss und letztendlich auch im Sinne des Auftrages und des Gelöbnisses für die Menschen in unserer Stadt zu arbeiten. Der Wunsch von uns von SPÖ ist, dass wir fast alles schaffen und gemeinsam diesen Weg für Wolfsburg gehen werden, denn die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger haben es verdient, einen starken Gemeinderat, einen fleißigen Gemeinderat hinter sich zu haben, denn wir wollen alle nur das Beste für unser wunderschönes Wolfsburg. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen viel, viel Kraft für die nächsten 6 Jahre und auf ein gemeinsames Zusammenarbeiten. Dankeschön. In diesem Sinne reiche und strecke ich heute an diesen festlichen Angelobung des Wolfsburger Stadtsenates, des Wolfsburger Gemeinderates, des 27. Bürgermeisters in der Geschichte Wolfsburg in Anwesenheit des 24. meine Hand aus. Ich wünsche mir, dass die Stadtgemeinde Wolfsburg, das Land Kärnten auf Augenhöhe gemeinsam Prioritäten setzen für unsere Heimat Kärnten und für eure Heimatstadt Wolfsburg tätig sind. In diesem Sinne ein gemeinsames, solidarisches Glück auf. Bravo, danke. Bravo. Danke.